Hallo liebe Fotofreunde, nun sind wir bei unserem dritten Video angelangt. Wir haben jetzt uns damit beschäftigt, wie man mal ein Hintergrundsystem aufstellt und welche Lichtstative man verwenden kann. Nun möchte ich übergehen zu den Beleuchtungskörpern. Und da wird heute unser Thema sein, die LED-Lichter. Weitere Details nach dem Intro. Am Markt gibt es eine Vielfalt an unterschiedlichen LED-Lichtern. Das fängt mit so einer simplen Taschenlampe an, die man vielleicht für die Produktfotografie ganz gut verwenden kann. Die hat nur die Besonderheit, dass sie in unterschiedlichen Farben umstellbar ist und geht dann über mittlere bis größere LED-Lichter bis zu ganz große Studio-LED-Lampen, die dann ausschauen wie die Studio-Blitze. Ich werde jetzt im Video euch verschiedene LED-Lampen vorstellen und was man mit ihnen machen kann. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit LED-Lampen unterschiedlichster Art und dem Hintergrundsystem schöne Aufnahmen zu Hause machen kann, Porträtaufnahmen, Ganzkörper oder nur Headshot, ganz gleich, wie man möchte. Ja, wie ihr vielleicht erkennen könnt, ich habe nach wie vor diese große LED-Lampe vor mir stehen, um überhaupt einmal richtiges Licht fürs Video zu haben. Habe da seitlich noch so einen Stab, einen LED-Stab aufgestellt. Das ist von Rolle. Ich werde später noch näher darauf eingehen. Und zuerst möchte ich eigentlich sehr einfache LED-Lampen zeigen. Zum Beispiel, das ist ideal, wenn man nur ganz simple Videos machen wie bei Konferenzen. Da kann man sich ein bisschen ein zusätzliches Licht schaffen. Man kann das auch auf die Kamera draufstecken, wenn man unterwegs ist. Ja, das kostet nicht sehr viel und macht ein schönes Licht. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausschaut, aber ich glaube, man kann sich ein bisschen eine Vorstellung machen, was man damit machen kann. Das ist dimmbar und ich kann auch die Farbtemperatur einstellen. Jetzt habe ich es ganz ausgeschalten, jetzt ist es nur ganz leicht, ja, und es ist eher eben ein gelbes Licht und jetzt das gleiche mit sehr kaltem Licht und jetzt tue ich es ganz stark einstellen und ganz stark gelbes Licht. So kann ich variieren und mit der Farbtemperatur kann ich mir ein bisschen spülen, ob ich es ein bisschen mehr entsprechend Kunstlicht haben will oder eher mehr entsprechend Tageslicht haben will. Soweit zu so einer Lampe, da gibt es jede Menge auch im Internet der unterschiedlichsten Fabrikate. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Im Übrigen ein sehr günstiger Ort, ein LED-Licht zu haben, zwar jetzt nicht unbedingt für die Porträtfotografie, aber für eine Produktfotografie ist so eine Taschenlampe. Diese Taschenlampe ist insofern besonders, sie hat einmal ein normales weißes Licht und ich kann aber verschiedene Farben einstellen. Rot, grün, blau. Damit kann ich natürlich vor allem in der Produktfotografie Effekte erzielen. Für die Porträtfotografie gibt es sowas Ähnliches, aber nicht so handlich mit in Form einer Taschenlampe, sondern zum Beispiel diese Stäbe oder eben auch, so wie ich da diese große LED-Lampe habe, die kann nur weiß und wieder mit verschiedenen Farbtemperaturen und ist auch dimmbar. Das gleiche gibt es mit RGB-Farben. Das heißt, da kann ich jede Farbe einstellen, die ich möchte. Und das ist natürlich
Wir haben jetzt so eine grüne Farbe. Das kann ich dann entsprechend umstellen. Und ich werde die jetzt verwenden als zweite Lichtquelle, damit ich sozusagen das typische Zangenlicht habe, also links, rechts. Und im Hintergrund eben nennt man das das Haarlicht, wo ich sozusagen ein Licht von hinten bekomme. Ich werde das Ganze aufbauen und dann werdet ihr diese Konstellation euch anschauen können. Ich habe jetzt das so hergerichtet, wie man das klassisch mit einer Dreipunktbeleuchtung macht. Mein führendes Licht ist jetzt da auf der Seite, auf der rechten Seite von meiner Sicht aus. Das ist ungefähr 45 Grad zu mir gerichtet und auch von oben 45 Grad zu mir gerichtet. Man sieht das eventuell schön am Schatten, dass das so eingestellt ist. Das, was bisher immer mein führendes Licht war, ist jetzt etwas runtergedimmt. Das heißt, das tut nur mehr meine Schattenseiten ein bisschen aufhellen. Und genauso dieses Haarlicht hier auf der linken Seite. Das heißt, das ist, nennt man eine Dreipunktbeleuchtung und das habe ich jetzt mit LED-Lampen hergestellt. Ich möchte jetzt noch auf andere LED-Lichter eingehen, und zwar auch eher klein gehalten, wo man jetzt nicht unbedingt diese Konstellation herstellen kann, die ich da jetzt gemacht habe. Aber trotzdem, man kann ganz gut damit beleuchten. Diese Lampe hier von Jungno ist ein bisschen nachempfunden einer großen Studioleuchte und kann eben auch ganz ein schönes Licht bringen. Auch wieder Lichttemperatur einstellbar. Hat da auch diese Klappen, damit ich das richten kann, das Licht. Hat auch einen Cold-Schuh und kann ich aber genauso auf so einen leichten Lichtstativ aufschrauben. Ja, da hinten ist dann einstellbar eben die Farbtemperatur von 3200 Kelvin bis 5600 Kelvin. Das 5600 entspricht ungefähr dem Tageslicht. Das ist momentan eher auf 5600 eingestellt. Eine weitere Möglichkeit ist, die ich auch recht geschickt finde, die kann man sehr leicht mitnehmen. Das sind so kleine LED-Lampen. Diese LED-Lampen gingen mit Batterien. Und da habe ich zwei davon. Und man kann auch, ist vor allem auch Produktfotografie ideal. Aber wenn ich auch nur ein Gesichtsporträt mache, kann ich damit auch arbeiten. Ja, und zu guter Letzt will ich euch zeigen, diese Stab-LED-Lichter, Striplights nennt man es auch, von Rolle. Ist auch eine ideale Geschichte, weil man damit nicht nur weißes Licht machen kann, in allen Variationen. Da ist auch so eine Halterung, dass man eben das schön, wenn man einen Assistenten hat, halten kann. Aber man kann es genauso auch auf ein Lichtstativ schrauben. Da ist ein Gewinde oder da sind auch direkt Gewinde drauf. Also man kann da eben schön damit arbeiten. Und was jetzt da die Besonderheit ist, man kann jede Farbe auch mit dem einstellen. Das geht genauso mit diesem LED-Licht. Auch das kann alle RGB-Farben einstellen. Das geht an und für sich auch mit hinten mit so einer mit so Dimmer. Also jetzt habe ich nur das normale Licht, ja. Und jetzt kann ich eben verschiedene Farben einstellen. Das ist ein leicht roter,
Das kann ich jetzt mischen. Das ist halt mühsam mit diesen Stellschrauben. Jetzt bin ich bei grün, weil ich da faktisch das ganze Spektrum durchfahren muss. Besser geht es mit Apps. Ja, es gibt sowohl für diese Rolle-Stopplampen-Apps als auch für diese Neva gibt es auch eine App. Jetzt möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie man diese Lampen RGB-mäßig mit den Apps steuert. Dazu gehe ich einmal auf die Neva-Lampe. Die kann ich eben schön steuern. Jetzt habe ich Rot, jetzt habe ich Grün, Gelb und habe da eben die Möglichkeit, auf einen Farbkreis das einzustellen. Das ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Das ist die App davon. Ich hoffe, dass man es in der Kamera sehen kann. Und es gibt da Spezialeffekte, wie beispielsweise jetzt Party oder eben Blaulicht. Das ist jetzt Feuerwehr oder Polizeiauto oder Krankenwagen. Dann habe ich die Möglichkeit, eben eine Partystimmung zu machen, ein Feuerwerk oder Kerzenlicht, da hat man ein bisschen das Flackern. Ja, soweit einmal zu den Spezialeffekten. Ich stelle wieder zurück auf das normale Licht, wieder das führende Licht. Okay, soweit einmal zu Neva. Jetzt möchte ich das Ganze noch mit den Striplight von Rolle zeigen. Es funktioniert aber eigentlich nach demselben Prinzip, aber ich zeige es trotzdem kurz her. Da wieder habe ich eben die Möglichkeit, entsprechend des Farbkreises unterschiedliche Farben einzustellen. Rot, so ein Cyan, Blau und Grün. Und habe auch da so Spezialeffekte, die ein bisschen anders sind, aber ja, ist halt auch eine andere Firma. Zum Beispiel Stroboskop, Cyan, Stroboskop. Das geht halt ein bisschen hin und her. Ja, also die Spezialeffekte, glaube ich, sind eh nicht so spannend. Ich gehe da wieder zurück und stelle wieder eben zum Beispiel das rote Licht ein. Und kann natürlich das auch entsprechend dimmen. Und habe auch wieder diesen Farbkreis zur Verfügung, wo ich eben alle Farben einstellen kann. Ja, soweit einmal zu den Lumen, also das nennt sie Lumen von Rolle. Ich stelle wieder zurück auf weißes Licht und tue ein bisschen dimmen. Ja, ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen einen Überblick gegeben habe über LED-Lichter, von ganz billig Taschenlampen angefangen bis zu diesen teureren Lampen, die schon 270, knappe 200 kosten. Die kosten auch so 180. Also da muss man schon einiges investieren, um diese Konstellation zusammenzubringen. Aber es geht, wie gesagt, auch mit kleineren Lampen, wenn man nur sie auf den Gesichtsbereich beschränkt, muss man nicht unbedingt diese großen, starken Lampen haben. LED-Licht kommt eigentlich aus dem klassischen Videobetrieb und wird aber jetzt beim Fotografieren genauso gerne verwendet, weil es auch den Vorteil hat, dass man schon beim Fotografieren beurteilen kann, wie das Licht ist, was man beim Blitzen eigentlich erst dann am Foto sieht. Das ist ein irrsinniger Vorteil und deswegen schätzen immer mehr Fotografen auch das sogenannte Videolicht, wie eben das LED-Licht da genannt wird. Nun sind wir am Ende unseres dritten Videos. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen vorführen können, wie man mit LED-Lichter arbeiten kann, und wünsche euch schöne Tage, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.